Da, und das ist geil. Jedes Mal bei seinem Angriff macht er sich so lange unsichtbar. Man hat nur ganz kurz Gelegenheit für einen Zero-Shot. Und ansonsten hat man eigentlich auch schon verschissen. Da, jetzt. Ihr habt's gesehen. Ich will hier eigentlich nicht stehen bleiben, Mädchen. Hör auf zu labern, du Arschloch. Ja, das hat natürlich nicht gegolten, der erste Schuss. Jetzt hat er sich teleportiert und zwar... Oh, welche Überraschung, genau hinter mich. Hat er ja noch nie gemacht bisher. Ich mache ihn jetzt einfach so platt. Scheiß drauf, wie aufgeladen die Kamera ist. Das ist geil, sie ist nicht um die Ecke gekommen. Sie ist nicht richtig durchgekommen. Und wegen so einem Scheiß darf ich dann... Oh, dieses Spiel kotzt mich an. Ich bin einfach nicht gut in Horror Survival. Daran gebe ich nicht dem Spiel die Schuld. Ich gebe die dem Spiel die Schuld für die ganzen Fehler, die es hat. Für die ganz beschissenen Fehler. Und für den unfairen Schwierigkeitsgrad, den es teilweise hat. Dafür, dass die Geister zum Beispiel unfair lange unsichtbar sind. Zumindest bestimmte. Der Arsch zum Beispiel. Die sollten alle so sein wie Miss Broken Neck oder keine Ahnung. Alles ist besser als so ein Fuck. Jetzt habe ich natürlich einen Spiegelstein verloren. Das ist ein toller Fortschritt und so. Ich kann jetzt natürlich noch den Boss da unten versuchen, allerdings wäre es mir lieber, ich würde... Die Maske des Blendens ist der Schlüssel zur Tür, mach den... Das ist... Wow! Wow! Du musst ja echt studiert haben, Mann! Geile Sache! Ihr fragt euch, hey, wieso geht der Volldepp nicht die Leiter runter? Ja, ja, speichern und so. Hat's hier vibriert? Ja, irgendwas vibriert hier. Ich habe nur keine Ahnung was. Die Tür vielleicht. Das kann sein. Also gehen wir wieder zurück und speichern wieder eine Runde. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Boss jetzt echt noch reinpacken soll oder nicht. Das ist momentan das, worüber ich mir Gedanken mache. Ich bin bei 50 Minuten. Schlecht, schlecht, schlecht. Ja, ich mache einen Versuch beim... Ich dachte, hier hat was geleuchtet. Beim Boss und... Wenn es nicht klappt, dann beende ich. Wenn es klappt, dann beende ich auch. Aber da haben wir halt nochmal deutlich einen Fortschritt gemacht. Ich bin jetzt ja ewig lang durch die Villa gelaufen und habe nichts gebacken gekriegt. Ach, das Ganze zu schneiden, dafür zu sorgen, dass es keine Desynchronisation gibt und so weiter, das wird wieder toll. Naja, aber Project Zero ist im Grunde kein schlechtes Spiel, wenn es halt die ganzen Fehler nicht hätte. Vielleicht gehört es auch beim japanischen Schwierigkeitsgrad zum normalen. Aber für mich sind es ganz eindeutig Fehler. Wenn der Geist woanders steht und mich dann trotzdem erwischt und so, das Zeug... Das mit dem lange unsichtbar bleiben, damit müsste ich leben. Das sehe ich noch ein. Dagegen kann ich nichts machen. Ja, wo war die Leiter da hinten? Ich sehe sie. Oh, bis wir die Leiter unten sind, habe ich eigentlich schon eine DVD voll, schätze ich. Denn sie klettert ja in dieser... Wow. Hey, ich würde da runter springen. Wo ist da das Problem? Meine Fresse. Und ahnt ihr, welcher Boss jetzt kommen wird? Welcher motherfucking Boss? Danach kommt, glaube ich, noch eine Zwischensequenz. Vielleicht hätte ich doch die Aufnahme stoppen. Ach, egal. Jetzt habe ich keine andere Wahl mehr. Das Blöde ist, das will es mir dann halt auf eine DVD packen, um jeden Preis, und es geht halt einfach nicht.
Ja, hier kommt die Maske hin, oder? Hier. Ihr habt es vielleicht geahnt, dass dieser Boss kommt, der mich nicht sehen kann, aber mich trotzdem angreift. Wisst ihr, ich nehme ja mit Outer City auf. Das Schöne daran ist, dass ich die ganze Zeit sehe, wie ich gerade rumschreie. Ich sehe also, wenn ich besonders laut bin. Das ist eine schöne Sache. Wo bist du? Ah, in der Wand. Danke. Da nützt du mir was. Ganz langsam und vorsichtig laufen. Keine Geräusche machen. Ha! Jetzt stürmt sie natürlich auf mich zu. Ganz langsam und vorsichtig. Sie riecht mich, die Schlampe riecht mich. Wisst ihr, das ist eine schöne Sache. Sie kann einen ja nicht hören. Das haben die auch sehr gut eingebaut. Man merkt schon, dass die einen, beziehungsweise sie kann einen hören, sie kann einen nicht sehen. Man merkt es schon. Das Problem ist, dass sie sich dafür aber die ganze Zeit hinter einen teleportiert, was das Ganze dann nicht sonderlich realistisch macht. Ich meine, wieso teleportiert sie sich hinter einem? Zufall oder was? Das war knapp. Das sind also doch Absperrungen. Ich habe mich schon immer gefragt, sind das jetzt Seile oder was? Weil ich ja eigentlich immer durchlaufen konnte. Wo bist du? Oh. Wo bist du? Oh. Hier hinten irgendwo. Ja. Das ist eine sehr schöne Position. Bitte lass mich einen Zero-Shot machen, dann bist du direkt weg, wollte ich gerade sagen. Ich war gerade eben eigentlich zu schnell gelaufen, aber ich hätte es nicht gehört. Ich hätte es nicht gehört. Nein, nicht stehen bleiben. Das war so knapp. Okay, hier hinten ist hier irgendwo. Es vibriert mir zu sehr. Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Wo bist du? Wieder mal. Wo bist du? Wieder mal. Na also, danke. Sehr schön, das passt glaube ich noch alles ins Video. Dann kriegt ihr dieses Mal eine Menge Project Zero Parts, ist doch schön für euch. Ist ja auch Halloween, ich muss ja langsam mal Fortschritt machen. Ich meine, das... die Maske des Blendens, ja danke, ich weiß. Ich meine, das zieht sich jetzt schon lang genug hin. Wir wählen wieder den normalen Film aus, damit ich das nicht vergesse. Suche war bisher eigentlich nicht nützlich, ganz ehrlich. Ja, Maske des Blendens. Und wieder Sequenz.
Ja, wir sind naiv und dumm und wir rennen rein. Folklorist? Nehme ich an. It's another piece of the mirror. Ja, es bringt nichts, Kiri zu fotografieren, damit das Ganze jetzt schnell endet. Ja, ich weiß, dass man einfach in sie reinlaufen muss und dann ist die Sache gegessen. Was ich übrigens an der Sache mit dem Folklorist interessant fand, war, dass man bisher im Spiel hier eigentlich noch gar keine Leichen gesehen hat. Also Geister schon, aber keine Leichen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe gespeichert. Machen wir nochmal. Nur um ganz sicher zu gehen. Wie es aber weitergeht, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Der Blindspectator war für euch ein Mikrofon und ich wünsche euch noch einen schönen, gruseligen Abend. Bis bald.